öffnen. Die Querbelastung ist dafür gut ausgeschlossen, weil es diese zwei Kammern gibt. Trotzdem hat er alle drei Werte angegeben. Ist mal was Neues, dieser Karabiner. Gut, Verschlusssysteme. Ähnlich wie eben bei den Skylotec-Karabinern muss man hier auch bei Black Diamond rechts und links drücken, um ihn öffnen zu können. Das ist einer der teuersten Karabiner, hat auch einen guten Ruf. Ich nutze den eher nicht. Ich bin bekennender Borlock-Fan, das heißt, dieser Williams von Petzl, das ist einer meiner Lieblingskarabiner. Der hat auch eine schön große Öffnung, das heißt, wenn man mal an einem dicken Ring ankommt, dann kriegt man den Karabiner darüber. Und die Form funktioniert gut. Also die funktioniert mit allen Sicherungsgeräten, die ich gerne benutze. Der Halbmastwurf klappt in ihm gut um. Es gibt den in verschiedenen Varianten, eben in der Schrauber-Variante oder in der Borlock-Variante. Das Nachfolgermodell ist ein bisschen leichter geworden, führt dann aber zum Beispiel dazu, dass er mit dem Smart zusammen von Mammut nicht so gut funktioniert. Das heißt, diese neue Form sorgt dafür, dass das Smart nicht ganz vollständig blockiert. Insofern ist das eine Kombination Karabiner-Sicherungsgerät, die nicht so gut ist. Ja, Querbelastung. Ja, zum Thema Querbelastung. Die Firma Faders hat dieses Stückchen Silikon bei einem ihrer Sicherungsgeräte mit dazugegeben. Hier ist das Sicherungsgerät, das ist der Faders Sun. Und bei diesem Sicherungsgerät ist es wichtig, also wenn die Bremse aktiv ist, dann kommt dieser graue Hebel so ein Stück hoch. Und um die Bremse zu lösen, muss man hier drauf drücken, um eben entweder abzuseilen oder seinen Kletterpartner abzulassen. Und wenn dieses Sicherungsgerät in einem Karabiner quer sitzen sollte, dann kann es sein, dass der Karabiner selber diesen Hebel drückt. Entsprechend würde die Bremse gar nicht aktiv werden, wenn es zum Sturz kommt. Und damit das nicht passieren kann, ist dieses Silikonteil dabei. Und dieses Silikonteil verhindert zuverlässig eben die Querbelastung des Karabiners und dass dieser graue Hebel irgendwo in diesem Karabiner anschlagen kann. Dieses Silikonteil funktioniert natürlich dann auch bei anderen Sicherungsgeräten. Hier zum Beispiel dem Krikri Plus. Also auch hier, wenn ich das benutze, ist die Querbelastung des Karabiners ausgeschlossen. Und das finde ich eigentlich eine ganz elegante Lösung. Also ist mir deutlich sympathischer als diese Drahtschnapper, die das verhindern sollen. Nicht so sympathisch ist mir allerdings das Krikri Plus. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Video zu Sicherungsgeräten. Das Krikri Plus ist mir deswegen nicht so sympathisch, weil es verspricht, eine Antipanikfunktion zu haben. Und es ist nach der EN-Norm 15151-1 auch geprüft und ist klassifiziert und als Typ 8. Das sind also Sicherungs- und Abseilgeräte mit Antipanikfunktion. Und in dieser Norm ist auch beschrieben, was eine Antipanikfunktion ist. Das ist ein Bestandteil des Bremsgerätes, das die Bewegung des Seils stoppt. Und zwar für den Fall, dass eine Aktivität des Benutzers außerhalb der Kontrollparameter stattfindet. Klingt komisch, aber das ist halt die Sprache, die in Normen verwendet wird. Wenn die Bremse aktiv ist, dann klappt dieser Teil des Sicherungsgerätes hier hoch. Und wenn ich die Bremse lösen möchte, klappe ich diesen Hebel aus und ziehe an ihn. Wenn ich zu doll an den Hebel ziehe, dann macht es einmal, gleich hört man es, es macht Klack und die Bremse ist wieder aktiv. So weit, so gut. Allerdings, wenn ich jetzt noch stärker an den Hebel ziehe, dann geht die Bremse wieder auf. Mit anderen Worten, nach meinem Verständnis hat dieses Gerät keine Antipanikfunktion, weil wenn ich Panik habe und ich außerhalb der Kontrollparameter an diesem Hebel ziehe, nämlich mit viel zu viel Gewalt, dann ist die Bremse offen und entweder ich gehe beim Abseilen ganz, ganz schnell runter oder mein Kletterpartner kommt ganz, ganz schnell runter, wenn ich ihn ablasse. Genau das, was eigentlich die Antipanikfunktion verhindern soll. Insofern erfüllt das Krikri Plus nach meiner Meinung nicht den Typ 8 der EN 15151-1. Nun gibt es oft die Situation, dass jemand, der klettert, sehr leicht ist oder dass es sehr viel Seilreibung gibt. Und wenn man dann jemanden ablassen möchte, dann kann es eben sein, dass wenn ich jetzt an diesem Hebel ziehe und es Klack macht,
er immer noch nicht runterkommt. Und deswegen kann ich jetzt noch weiter am Hebel ziehen, damit er dann runterkommt. Das heißt, das ist leider kein Bug, sondern es wird als Feature verkauft. Zumindest in der Anleitung dieses Gerätes. Und die Anleitung des Gerätes sagt auch, dass diese vermeintliche, angebliche Anti-Panik-Funktion eher nur dem Zweck dient, zu erlernen, mit diesem Hebel umzugehen. Das heißt, wenn ich jemanden ablassen möchte und ich ziehe am Hebel und er kommt runter und ich ziehe noch ein bisschen mehr am Hebel, er kommt noch schneller runter und ich ziehe zu weit am Hebel und es macht Klack, dann soll ich erlernen, dass ich mit dem Hebel wieder zurückgehe und es nochmal versuche. Es ist also mehr eine, ja, schlecht umgesetzte Antipanikfunktion, die das Erlernen des Lösens der Bremse erleichtert, als dass es wirklich ein Sicherheitsgewinn durch eine Antipanikfunktion wäre. Es gibt andere Geräte, die haben das besser gemacht. Hier der Matic zum Beispiel von Camp. Wenn hier die Bremse aktiv wird, dann kommt dieses graue Teil, das bewegt sich hier rein. Also jetzt ist die Bremse aktiv und wenn ich sie lösen möchte, muss ich auch hier so einen Hebel ausklappen und daran ziehen. Und wenn ich zu doll ziehe, auch hier hört man es gleich, macht es Klack. Dann ist die Bremse wieder zu und jetzt kann ich mit beliebig viel Gewalt an diesem Hebel ziehen, die Bremse bleibt zu. Wenn ich ganz, ganz doll an dem Hebel ziehe, schaffe ich es vielleicht, ihn abzubrechen, aber die Bremse bleibt zu. Das heißt, ich ziehe am Hebel, ich ziehe zu doll am Hebel, es macht Klack, die Bremse ist wieder aktiv. Wenn ich jetzt die Bremse lösen möchte, dann muss ich entweder diesen Hebel loslassen und es nochmal vorsichtiger versuchen, oder ich gehe mit dem Hebel einfach ein Stück zurück und versuche es dann nochmal. Jetzt hat natürlich auch der Matic das Problem, viel Seilreibung, leichte Person, sie kommt nicht runter. Irgendwie muss ich diese Bremse öffnen können. Und dafür gibt es den sogenannten Pistolengriff. Das heißt, wenn ich es hiermit nicht schaffe, es klackt immer und die Person kommt nicht runter, dann darf ich hier unten als Pistolengriff dran drücken, um die Bremse zu öffnen. Dann kommt sie sicher runter. Das ist halt eine andere, also auch hier kann ich diese Antipanikfunktion umgehen, indem ich eben nicht hierüber die Bremse löse, sondern eben den Hebel dann loslasse für den seltenen Fall von viel Seilreibung und leichter Person und es hierüber tue. Das wollte man beim Grigri Plus nicht machen, deswegen hat man beim Grigri Plus sich gedacht, naja, wenn man zu doll am Hebel zieht, dann macht es Klack und hoffentlich wird dann nicht weiter dran gezogen, wobei wenn jemand Panik hat, dann zieht der weiter dran. Und für den Fall, dass ein leichter Kletterer ist, soll man halt auch stärker dran ziehen. Naja, toll finde ich beim Grigri Plus allerdings, und das ist wirklich gut, das Umschalten von diesem sogenannten Top-Rope-Modus zu diesem Vorstieg-Modus. Damit macht man aus dem Grigri fast ein Grillon. Also es ist wirklich plötzlich ein tolles Gerät, wenn man sich selbst gesichert, wenn man selbstgesichert Routen schrauben möchte, weil es einfach schneller zumacht. Gut, aber eigentlich wollte ich über Karabiner was erzählen. Jetzt habe ich ja noch ein paar Karabiner ausgelassen, die hier liegen. Zum Beispiel hier den Freino-Karabiner. Ein Karabiner, der speziell dafür gedacht ist, Abseilgeräte am Gurt zu befestigen. Das heißt, ich nehme mal hier das Grigri, hatte ich ja gerade schon in der Hand, lege hier das Seil ein. Und wenn ich jetzt jemanden ablassen möchte, dann kann ich dieses Seil, was ja über diesen Fals laufen soll, zusätzlich noch hier in den Schnapper einlegen und wieder nach oben führen. Das führt dazu, dass wenn ich hier am Hebel ziehe und das Seil durch das Gerät läuft, ich hier zusätzlich noch Reibung habe. Und das macht das Abseilen oder das Ablassen etwas sicherer. Dieser Karabiner ist nur ein Zwei-Wege-Karabiner, das heißt, ich muss nur den Verschluss drehen und kann ihn aufmachen. Gefällt mir prinzipiell nicht so gut. Ein Drei-Wege-Verschluss wäre mir lieber. Allerdings kommt ja in diesen Karabiner auch immer nur ein Sicherungsgerät und mein Gurt. Das heißt, in diesem Karabiner ist niemals ein Seil. Es ist also kein Seil in dem Karabiner, das diesen Verschluss irgendwie drehen, schieben oder öffnen könnte. Und deswegen ist das natürlich für diese Anwendung durchaus sicher genug. Gut, jetzt liegen hier noch ein paar weitere Exoten. Auch das hier ist so ein Doppelschnapper-Karabiner, aber eben eine andere Variante. Das heißt, hier habe ich ja eben zwei gegenläufige Schnapper, einen, den ich nach außen aufmache und einen, den ich nach innen aufmache. Hier habe ich einen Schnapper, den ich erst nach innen aufmachen muss, bevor ich den anderen nach innen aufmachen muss. Das heißt, der äußere ist jetzt zu. Erst wenn ich den inneren zuerst öffne, kann ich den äußeren öffnen. Das ist also auch ein Doppelschnapper-Karabiner. Ich habe ihn noch nicht benutzt, kann ich nicht viel zu sagen. Weitere interessante Verschlüsse. Hier von Edelried. Karabiner ist jetzt verschlossen. Ich muss diesen kleinen Haken da runterschieben, dann geht er auf.
Um ein Sicherungsgerät am Gurt zu befestigen, geht er mir zu leicht auf. Also dafür würde ich ihn jetzt nicht benutzen, für die Halbmastberufssicherung auch nicht. Aber er ist natürlich schon sicherer als mancher Schnappkarabiner. Von der Firma Mammut gibt es einen Karabiner. Da ist dieser kleine graue Plastikschieber eingebaut in den Schnapper. Den muss man erst nach unten schieben, bevor man den Karabiner öffnen kann. Dieser kleine graue Plastikschieber ist auch auf beiden Seiten. Das kann ganz angenehm sein, wenn man mal mit der anderen Hand ran möchte. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn viel zu benutzen, aber für mich macht er einen sicheren Eindruck und es ist auch mal ein neuer Verschluss. Also ich nutze wirklich am meisten den Borlock, zumindest in Kletterhallen. Draußen ist das mit der Verschmutzung in dem Borlock so eine Sache. Das hier ist noch ein Exot unter den Karabinern mit Verschlusssystem. Und zwar, jetzt ist der Karabiner verschlossen. Wenn ich den Karabiner aufmache und ich lasse ihn zuspringen, ist er auch wieder verschlossen. Ich kann ihn aber auch nur entriegeln. Ja, jetzt ist er offen. Also der Schnapper steht nicht offen, aber er ist nicht verschlossen. Das heißt, jetzt kann ich den Karabiner aufmachen. Und wenn er einmal auf war und wieder zuspringt, ist er auch wieder verschlossen. Das kann ganz praktisch sein, wenn ich einen Haken am Fels habe und ich mich in einer Kletterposition befinde. Dann habe ich eine Hand frei, zum Beispiel, vom Gurt den Karabiner zu nehmen und kann diesen Karabiner jetzt mit der einen Hand in den Haken hängen. Und jetzt kann ich den Karabiner da an dem Haken zum Beispiel umdrehen und kann mit dieser einen Hand, die ich ja frei habe, diesen Verschluss öffnen. Und jetzt kann ich mit der einen Hand, die ich frei habe, jetzt ist ja der Karabiner nicht verschlossen, das Seil reinwerfen. Und nachdem ich das gemacht habe, ist der Karabiner verschlossen, das Seil ist im Karabiner. Und ich brauchte halt nur eine Hand dafür. Insofern ist das schon ein witziger Karabiner, der seine Daseinsberechtigung hat. Besonders sympathisch an dem finde ich hier diesen Totenkopf und die Aufschrift Advanced Users Only. Fühlt man sich doch gleich als Advanced User, wenn man diesen Karabiner benutzt. Gut, speziell für das Einhängen von Karabinern in irgendwelchen Haken ist nochmal von Stubai dieser Karabiner gedacht. Der hat hier diesen Knick drin. Das heißt, dieser Karabiner liegt am Fels nie so glatt auf, dass er das Seil einklemmt. Das Seil kann hier immer gerade durchlaufen. Zusätzlich sorgt dieser Knick in dem Karabiner auch dafür, dass der Schnapper wirklich sehr weit aufgeht, weil der Schnapper neben den nicht geschwächten Schenkel läuft und nicht dagegen. Also dieser Schnapper geht sehr weit auf. Ist also auch ein witziger Karabiner, den man gut eben nutzen kann, um irgendwo ein Top-Rope einzuhängen. Wenn es darum geht, Top-Ropes einzuhängen, bin ich eher ein Freund davon, nicht zu fädeln und eben nicht die Ringe am Fels kaputt zu machen, weil es viel Arbeit macht, die dort anzubringen, sondern dann sollte man schon an seinem eigenen Karabiner Top-Ropen, weil man dann nur sein eigenes Material kaputt macht und nicht das, was am Fels verbaut wurde. Gut, was haben wir noch an Karabinern hier? Das hier ist ein Carry-Tool. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Viele Gurte haben speziell Ösen eingebaut, um diese Carry-Tools einzuhaken. Das heißt, hier kommt der Gurt dazwischen und danach hat man dieses Carry-Tool am Gürtel hängen. Es hat den riesen Vorteil, dass wenn ich irgendeinen Karabiner habe, der vielleicht verschlossen ist und ich will ihn an den Gurt hängen, dann kann ich ihn nicht an die Materialschlaufe hängen, ohne den Karabiner vorher zu öffnen. Mit dem Carry-Tool kann ich es halt doch. Ich hänge ihn einfach rein. Das heißt, auch andere Dinge, gut, es ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass ich den Umlenker mitnehmen will, aber falls man in einer Mehrseillänge unterwegs ist und man hat eine Seilschaft vor sich und drei von denen hängen noch an einem alten Rosti, dann kann man sich hiermit an einem der Fußgelenke von den Leuten vor sich festmachen. Nee, das ist natürlich ein schlechter Witz, dafür ist das Gerät nicht da. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Rohrhaken. Und wie der Name vermuten lässt, ist er dafür gedacht, um sich bei Rohren einzuhaken. Man kann sich damit auch an einer Leiter sichern, möglichst nicht an der Sprosse, sondern an den seitlichen Stegen, damit, wenn eine Sprosse reißt, man noch an der nächsten hängen bleibt. Eine Sache darf man mit diesem Rohrhaken nicht tun, man darf dort nichts Textiles reinhängen. Das heißt, der Hersteller dieses Rohrhakens garantiert nicht, dass der Verschluss so zuverlässig schließt, dass diese Bandschlinge da nicht rausrutschen kann.
festen Rohrhaken nimmt man natürlich immer dann, wenn ja, die Öffnung eines normalen Karabiners viel zu klein ist. Zum Beispiel bei dem Handlauf eines Geländers, wenn das Geländer zuverlässig genug ist, da kann man diesen Rohrhaken setzen. Falls das Rohr noch dicker sein sollte, könnte man natürlich eine Bandschlinge drumherum werfen. Dann darf man aber nicht diesen Karabiner nutzen, um die Bandschlinge einzuhaken, sondern da muss man einen nehmen, mit dem man das auch darf. Ja, im Wesentlichen habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Und falls ich noch mehr zu sagen habe, tue ich das vielleicht irgendwann. Tschüss.